Wir waren bei dem Postfach, also wir werden uns ein Postfach einrichten. Wir mussten eine E-Mail schicken, dadurch wissen es alle, wir wollten es hinter der Hand machen, wir waren ein paar Mal los. Wir haben uns jetzt eine Anlage gesucht, die ein bisschen weiter weg ist, damit sie nicht in dem Einzugsgebiet ist vom Bahnhof. Ich möchte auch nochmal sagen, wie das jetzt näher losging, wir gehen weiter in der Nadel. Wie wir Kontakt, ich möchte mich lieber bewegen, mir tun die Beine so weh. Also wir bewegen uns heute ein bisschen, weil mir tun die Beine wieder so da weh. Und wir werden weiter begast und vergiftet und es interessiert keinen. Aber sie haben umgestellt, dass wir denn Abgase kriegen. Also es riecht nach Diesel, es riecht nach Benzin, es riecht nach Stadtgas, es riecht auch nach Propangas. Ne? Da stellen sie dann unten die Flasche hin und lassen und sprühen Gashahn auf schön im Flur und so. Eine habe ich mal jetzt fotografieren können, aber wir sind natürlich nicht immer draußen und man macht hier in aller Ruhe weiter und alles mit dem Mülltonnen und so und jetzt auch vor unserem Fenster alles nur Nebenkriegsschauplätze, die uns beschäftigen sollen, wo wir dann immer draufhalten und so. Und ich möchte nochmals sagen, also Frau Miesbach hat dann auch einfach bei uns jetzt was angeklebt, so einen Anschlag, um das Fenster zu machen und so. Und das ist eine Frechheit. Ich möchte nicht von der Frau angesprochen werden und so, sonst ist was los. Sie macht sofort die nächsten Anzeigen und hier werden Anzeigen verhindert, ne? Das möchte ich auch nochmal sagen. So, und an dem Tag war dann unten einer, kam in eine Wohnung raus, nachdem die Polizei bei uns war, der Tag später, ne? Dann war der Briefträger zufällig da, dann kam die Paarweis unten raus und noch stand einer. Und der von der Wohnung unten hat sich auch weggedreht, ich kenne den. Er hat nicht das Gesicht einmal gezeigt. Ich habe runtergeguckt von der Treppe, weil wenn er unten die Tür aufmacht, werde ich so begast oben, wenn ich die Tür zumache, dass es mir reicht, dass ich da oben schon umfall. Ne? Also, wir waren ja nicht umsonst los, aber gleich zur Polizei, wie wir so doll begast waren, und meine Frau auch und so, und die Polizei, die Schnittstelle Polizei, dann kam gleich einer, der hat eine Tasche gefunden, war so ein Penner, und dann stand auch ein zweiter Penner, der den Polizisten angesprochen hat, und sie waren wohl unterbesetzt, und man hatte keine Zeit für uns, und wir wollten bloß sofort, dass man das gleich nachweist, was wir im Blut haben. Genau. So, und ich musste draußen erstmal sitzen, dass ich überhaupt hinkomme, ich konnte mich nicht mehr bewegen, konnte nicht mehr denken, sie wussten es gleich, und sie haben gleich ihre Leute losgeschickt. Genau. Weil ich habe es voll eingeatmet im Treppenhaus. Ich hätte nicht gedacht, dass es wieder begasen, das Treppenhaus. Und meine Frau hat es natürlich auch mitbekommen, weil wir haben uns nicht vorsichtig genug verhalten. Das machen wir jetzt nicht mehr. So, und danach den Tag, also nachdem die Polizei am 2.4.2012 da waren, standen die dann unten und dachten, nun ist irgendwas, nun mache ich wieder Lärm oder so. Genau. Also Briefträger, alles gehört dazu, deshalb haben wir uns woanders ein Postfach gesucht. Das dauert ein bisschen, aber es ist auch ein Vorteil. Also ich möchte erst mal wissen, wenn das einer weiß, wie das geht nach dem Gesetz, ich möchte Merkel und Gauck weghaben. Ne? Und möchte, dass da was eingeleitet wird, dass die Polizei da was einleitet, dann Gegenüberstellung, tun Merkel und Gauck doof, kommen sie gleich in die Psychiatrie. Genau. Ne, machen die einmal Macht oder so und ich unterhalte mich mit denen auch nicht, ne? Das ist mir ganz wichtig, weil das möchte ich doch beihalten, ich unterhalte mich mit keinem. Die Menschen, die mir zu primitiv sind und zu kriminell, mit denen unterhalte ich mich nicht. Die können neben mir stehen, die können mich ansprechen, ich unterhalte mich mit denen normalerweise nicht. Oh, das weiß die Stasi aber sehr gut. Das wissen auch die Gerichte bei der Stasi sehr gut. Dann wurde ich dann einfach nur abgeführt und geschlagen, weil ich nicht reden wollte mit der kriminellen Richterin oder dem kriminellen Richter, genau. Ne, mit dem Stasi-Richter, weil ich kenne sie alle. Ich habe sie alle reingelassen von 79 bis 82 in Rostock, in der Bezirksverwaltung Rostock, wenn sie dann manchmal kamen. Weil heute wissen wir ja, dass sie am Gericht waren, dass sie da in ihrer Arbeit nachgegangen sind. So, und ich möchte denn, dass mir das einer schreibt, weil sie können gut schreiben, passen sie auf, dass es alles relativ neutral ist, weil E-Mails kann man natürlich gefälscht nehmen, kann uns mailen und so, aber ist nicht so gut, aber dann hoffe ich, dass ich ein paar Antworten kriege hier. Also wir werden dann auch unser Postfach bekannt geben, wenn wir es haben. Noch haben wir es nicht. So, und das hat nichts hier mit Jobcenter West zu tun und so. Das sollte jeder mitkriegen, das ist mir egal, was wir machen. Jetzt diktieren wir, jetzt sagen wir ganz genau, was wir machen. Genau. Aber man lässt uns hier nicht in Ruhe. Wir müssen uns hier erst total wehren, damit wir uns nicht um Mecklenburg-Vorpommern und Rostock kümmern. Ne? Ich sage nochmal, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Sie haben das, merken Sie, wie schlecht ich reden kann? Ist das nicht ein Ding? Sie haben ja schon alles mitbekommen. Sie wissen genau Bescheid, so sie ziehen da sofort aus diesem Ständehaus, heißt das, ne, Nadi? Ja. So, und machen auch alles andere frei. So, wir haben uns überlegt, da wird ein riesiger Kinderspielplatz drauf gemacht und dann können sich die Rostocker auf dem Wall und auf meinem Rosengarten erholen. So, und das Ständehaus, das wird erstmal sofort eingerichtet für obdachlose DDR-Bürger und so und diese fertig gemacht haben, wie man uns fertig gemacht hat, ne, Nadi? Und all sowas, und da kommen die dann sofort rein. Ne? Und das wird jetzt sofort geschlossen. Innerhalb von 24 Stunden sind sie da verschwunden. Weil das ist mir nämlich egal, was sie da sagen und machen wollen. Das ist jetzt ganz wichtig, weil das scheint das schönste Haus in der Stadt zu sein. Und ich sage nochmal, ich habe das glaube ich auch geschrieben, man hat es mir gelöscht.
Also ich wusste nicht mehr, das Haus, das hat man mir einfach unter Hypnose gelöscht. Ich konnte das nicht mehr sehen und ich habe immer überlegt, wo sowas Schlossähnliches steht oder irgendein Haus, was uns gehören könnte. Und ja, Oma hat mit mir immer genau gegenüber gesessen und Oma ist nicht reingekommen. Und dann haben sie es auch geprügelt und mich geprügelt, wenn ich da rein wollte. Aber ich hatte zum Glück keine Erinnerung mehr, als das Haus der Armee war, sind wir da reingegangen. Und das geht ja auch hinten weiter, ne? Also ich möchte, dass sie da einfach alle verschwinden. Ne, so, und Stasi wird abgerissen. Der untere Mist kann drin bleiben. Da kommt eine Decke, weil die haben ja auch da unter der Erde gebaut. Da kommt dann schön Erde kommt drauf. Irgendwo von meinem Land holen sie schön Erde, damit die Stadt da vernünftige Erde kriegt. Richtig schön wertvollen Mutterboden, ne? Holen sie irgendwo von meinem Land. Sie wissen ja, dass überall mein Land ist. Da haben sie ja sowieso immer schon geholt. Das wird dann schön geholt für die Stadt, für die Bürger der Stadt, nicht für die Socken, die haben da Verbot. Und dann kriegen sie dann einen riesigen Spielplatz drauf. Richtig schön mit allen Sachen. Und das sollen sich auch alleine ausdenken, was sie da haben wollen für ihre Kinder. Und dann gehen sie bloß rüber zum Rosengarten und zum Wall und erholen sich dann zusammen mit den Kindern, wenn sie genug gespielt haben. So, und damit sie da nicht auf den... Am besten ist es sowieso, dass man die August-Bebel-Straße sperrt. Für die Kinder. Ja. Ne? Dass man da Umleitung macht. Nur für die Kinder, wegen diesem riesigen Spielplatz, der da entsteht, da wo die Kreisdienststelle und die Bezirksverwaltung der Stasi war und das Zwischengebäude. Und deshalb ist es wirklich am besten, wenn das ein bisschen bleibt, also wenn das die Straße gesperrt wird, sonst kommt da ein richtig schöner hoher Zaun vor, damit auch kein Kind drüber läuft. Ne? Und nur bei der Ampeln oder was da jetzt ist. Ja, früher war da auch eine Ampel, glaube ich, ja. Hier Hermannstraße, August-Bebel-Straße war eine Ampel, ne, Schiele? Ja, das war eine ja. So, und das ist der, der nur da Durchlass hat, damit kein Kind was passiert. So, das wird damit gemacht und sie handeln sofort und sie fangen jetzt an zu überweisen, weil 22 Jahre lebten sie weiter nur von meinem Geld. 22 Jahre kamen sie mir nur doof und haben wahrscheinlich weiter gepunktet. Ich möchte mal unterbrechen.